Jetzt kann ich in das Wasser tauchen, alles klar. Ich glaube, ich muss ein bisschen hinlegen, sonst werde ich hier ersticken. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kid. So. Dann schwimmen wir mal weiter unter Wasser. Oh, endlich können wir unter Wasser schwimmen. Oh, Alter, ist das so geil, das ist so geil, das ist so... Weil diese Bewegung unter Wasser, das ist einfach so genial. Schneller. Oh mein Gott, das wird ein bisschen... Ah doch, wir sind schon da. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Sei dir mal lieber nicht so vor, sicher. Manchmal gibt es Dinge auf der Welt, die sollte man... Oh, oh, Fledermäuse! Jetzt soll ich es vergessen, ich habe Fledermäuse. Oh, wie süß. Die Templer sind also auch schon auf dem Weg hierher. Ich verstehe, also wollen die das hier schützen vor den Templern. Noch ein Quest? Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll? Sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Jetzt wird's lustig. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert. Aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Schlange, Fisch. Fisch. Affe. Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Ja, warte mal. Wolf frisst Affe. Die einen sind Raubtier, alles klar, gut. Die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zu jedem Beute. Vielleicht kannst du die Bilder auf dem Boden mit der Winde bewegen. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Nur ist ja langweilig, ich muss selber nur das da machen, oder? Ach so, da muss ich hier draufklettern oder wie und dann... Nee, hä? Huch! Ich muss ja irgendwie den einen Kopf da runter bekommen erstmal, oder? Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. Kid, du bist ja wirklich... Das funktioniert nicht. Versuch was anderes. Wieso funktioniert das? Ach so, ach so. Ja, natürlich. Okay, dann muss ich also... Ah, okay, hier geht's hoch. Okay, dann... Der da muss bleiben. Dann muss der... runter. Dann muss ich den erstmal verdrehen hier, damit ich den nachher hochheben kann. So, da muss blau hin. So, alles klar, dann kommt nämlich jetzt blau nach unten. Hallo, hallo, blau nach unten. So. Das passt gut. Da öffnet sich eine Tür. Das wir werden dreimalig belohnt mit Erfolg. Das ist ja auch nicht schlecht. Nein, ich Hebel verlassen. Noch eins weiter. Ach, die Kit hilft sogar mit beim Drehen. Alles klar. So. Dann noch einmal den roten Stein hochheben.
Rotenstein, war das nicht auch? Eine Stadt ist das, ja, eine Stadt. Rotenstein, haha, wir heben einmal eine ganze Stadt hoch. Wie lustig. So, dann einmal grün. Nein, nein, ah, verdammt. Machen wir es halt so. Dann machen wir erst einmal rot. Nein, kein Weg. Klettern, nicht verstecken, klettern. Springen, 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 springen. Jo. Dann öffnet sich in der Tür noch eine Tür. Alles klar, da wird sich dann wahrscheinlich noch eine Tür öffnen. So. Und noch einmal. Ja gut, so schwer war das jetzt wirklich nicht, also mit ein bisschen Grips kann das glaube ich jeder lösen, da muss ja kein Templar dazu sein. Um das zu lösen. Aber, oh Gott. Assassine, aber na gut. Na nun. Mein Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Nein. Deine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Hm. Wir sind fertig hier. Nanu? Mission beendet. Die vergrabene Geheimnisse der Weisen. Die Mission kriegt auf jeden Fall wegen dem ganzen Rätselspaß 5 Sterne von mir. Und bestätigen. Bestätigen möchte ich damit dann auch erst einmal das Ende der heutigen Aufnahme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder gleich wieder. Bis dahin, tschüss und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben eine ganze Menge erreicht, finde ich. Bis dahin, adios, bis zum nächsten Mal. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel, war das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihnen ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Blasrohr. Ein Blasrohr ist eine effektive, lautlose Feuerfernwaffe, die mit Schlaf- und Berserkerpfeilen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile in Gemischtwarennetten kaufen oder aus ihrem Inventar herstellen. Oh mein Gott, was für ein scheiß Einstieg. Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Wir sind wieder hier und wir werden gleich reingeschmissen. Und ja, ich würde sagen, dafür, dass die Leute unsere Crew gefangen genommen haben, stirbt jetzt einer nach den anderen von ihnen. Achso. Blasrohr. Schlafpfeile versetzen ihre Gegner in einen Augenblick in Schlaf. Rüsten sie sie mit Scroll oder einem Druck auf 6 aus. Zählen sie mit rechter Maustaste und schießen sie mit linker Maustaste. Drücken sie auf den hervorgehobenen Gegner. Drücken, um auf einen hervorgehobenen Gegner zu schießen. Fortsetzen. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Leise und effektiv, nicht? Das gefällt mir. Ich blase gerne in Rohr. So. Komm ich noch nicht ran? Moment. Ihr werdet Mais. Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Hallo? Edward?
Frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Moment. Ich dachte, die graben danach. So. Verstecken. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, voll in den Kopf geschossen. Da muss auch noch einer, den erreiche ich. Hallo? Habe ich keine Pfeile mehr oder was? Hallo? Ich habe keine Pfeile mehr, ernsthaft? Och Mann. Okay. Über mir ist noch einer. Mist, ich hätte mir die Blastrohre aufheben sollen. Ich hatte ja ein paar Blasrohre dabei, glaube ich zwar eher weniger. Hör auf zu pfeifen und nimm die scheiß Munition. Macht er nicht, okay. Hinter mir ist keiner mehr, gell? Aber der Typ, der beobachtet mich. Deswegen gehe ich mal hier hoch. Wie soll ich denn den Typen da oben runterkriegen? Dann muss ich ja nochmal komplett hier hinter. So. Den blöden mal kurz, vielleicht hat einer einen Blasrohr dabei. Ist ja ziemlich praktisch, aber ich glaube es ist ja weniger. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. So, da haben wir den auch erwischt. Und dann befreien wir die beiden. Ah, Schlafrohr haben wir jetzt wieder. Was ist denn hier? Ist ja auch noch was, oder was? Alles klar, okay. Bleib stehen. Na also. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Oh, hoch. Moment, das war falsch. Hier sehen sie mich. So, der ist weg und einen Fall hab ich noch. So sind die Verluste minimiert. Aber hier stehen noch genug Feinde. Der legt die wieder auf, alles klar. Das ist natürlich uncool. Hm.
Das ist uncool. Nee, nee, da lang. Huch! Das war nicht geplant. Oh, hier liegt ja schon toter. Das war so jetzt nicht geplant.